Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sorry Du Model Box von Seo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sorry Du Model von Seo, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Seo. Wir haben hier oben einmal das Label HBR präsentiert. Dann haben wir hier den Interpreten abgebildet mit einem schwarz-weiß gestreiften Shirt und Kopfhörern. Darunter lesen wir den Albumtitel mit einem Hashtag davor, Sorry Du Model. In dem O von dem Wort Model haben wir dann hier auch noch sein Logo, dieses S. Dann rechts hier der Seo-Schriftzug. Und wir haben hier noch einen FSK-Hinweis, der uns darüber informiert, dass wir hier auch eine DVD vorfinden werden. Leider ist dieser hier aufgedruckt worden. Also das ist kein Sticker, sondern der ist wirklich auf die Box draufgepackt worden, draufgedruckt. Rechts gibt es nochmal das S zu sehen. Auf der linken Seite ebenso. Auf der Rückseite gibt es einen Barcode und die Beteiligten. Das Ganze erschienen über HB Records. Unten schwarz, oben schwarz. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Die Box ist hier oben aufzuklappen. So. Und hier kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann eine Autogrammkarte. Ein Poster. Das Album inklusive Instrumentals. Die DVD sowie ein Anhänger. So, von innen in weiß. Die Box ist so eine ganz dünnwandige, also so eine dünne Pappbox. Sieht man hier auch. Also die ist etwas klapprig, aber ja. So, die Inhalte sind auch etwas gebogen, denn nachdem die hier schon ziemlich lange in dieser Box drin sind und die Autogrammkarte und das Poster nicht so gut Platz gefunden haben darin, wurden die hier etwas geknickt. Wir werden das jetzt mal so hinlegen und versuchen, jetzt noch etwas flach zu drücken. Aber ja, das wird jetzt wahrscheinlich von der Zeit nicht ausreichen. Wir werden sie uns dann trotz der Knicke einfach mal anschauen. Und die anderen Inhalte, mit denen starten wir. Also das hier noch aus der Folie holen. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Sorry Du Model, ein reguläres Jewel Case. Habe er präsentiert. Sorry Du Model, Seo, lesen wir auch hier wieder. Das Cover, wir haben hier so zwei Motive. Einerseits hier so das Gesicht im Profil und auf der anderen Seite natürlich hier frontal zu sehen. Der Oberkörper und der Kopf des Künstlers. Hier lesen wir wieder den Albumtitel. Hier genauso. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 22 Tracks an der Zahl. Es sind Features mit dabei von Ramzi Aljani, Wael 27, Hayat, Ronas, Echo Fresh und Habibi Brüder. So, dann haben wir hier die letzten drei Tracks, die sind Remix-Varianten. Und dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Also das Artwork ist auf jeden Fall sehr schwarz-weiß lastig. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, was haben wir hier? Den Künstler. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer war daran beteiligt, wer wurde gefeatured, wer hat den Beat beigesteuert und wer hat das Ganze gemixt und gemastert. Ja, das Booklet dann doch etwas farbenfroher als das Artwork bis jetzt. Weitere Infos, weitere Fotos. Kann man sich hier alles anschauen. So sieht das aus. Und dann endet das hier mit den restlichen Credits zu Layout und Artwork. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch hier Werbung. Also hier kann man dann Merchandise bestellen. Okay. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück.
und kommen zur Album-CD. Die sieht so aus. Auch hier wieder der Künstler zu sehen in weißem Hemd mit schwarzer Fliege. Und hier dann nochmal mit Pullover. Also auch hier wieder im Hintergrund das Schwarz-Weiß. Weiter geht's mit den Instrumentals. Die sehen so aus, also alternatives Cover, Instrumental-CD und auch das Cover hier anders. Sieht so aus, als würde ich hier auf einer Landstraße abhängen. Hier so seitlich bei diesen Pfeilern. Keine Tracklist hier mit drauf, okay. So sieht dann die Instrumental-CD aus. Und die kommt in einer Papphülle. Und wir haben noch eine zweite Papphülle. Und zwar diese hier. Die DVD. Dieser haben wir auch diesen FSK 0 Hinweis zu verdanken. Der ist auch hier wieder aufgedruckt. Okay, hier ist keinerlei Information darüber, was sich auf dieser DVD befindet. Ja, so sieht die aus. DVD Audio FSK 0. Und wie gesagt, auch diese hier kommt in einer Papphülle. So, wir machen weiter mit diesem Inhalt hier. Und zwar haben wir hier so einen kleinen silbernen Anhänger. Ich gehe mal stark davon aus, der ist gedacht für eine Halskette. Wir haben hier oben so ein Kettenglied. Allerdings die Kette an sich, die fehlt. Es ist wirklich tatsächlich der Anhänger, aber eben ohne die Kette. Hier haben wir wieder das S, dieses Logo von Seiyo und darunter den Schriftzug. Das Ganze ist hier so eingerahmt, silber, glänzend. Ja, und wenn man dafür eine passende Kette oder eine passende Schnur findet, dann kann man sich das Ganze auch zum Beispiel um den Hals hängen. Gut, wir kommen zum Shirt. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. So, was haben wir hier? Wir haben hier wieder den Albumtitel, der hier groß auf der Brust steht. Sorry, du Model. Und in dem S dann wieder den Seiyo-Schriftzug inklusive seines Logos. Auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz gehalten. Okay. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben es zu tun mit einem Gilden Soft Style in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und das ist in diesem Fall ein Poster. So sieht das aus. Es ist das Motiv, das wir von der Box kennen. Moment, genau, dieses hier. Allerdings auf der Box in Farbe und hier dann auf dem Poster in Schwarz-Weiß. Und, ah nein, okay, ich dachte jetzt schon, ich hätte es vorhin übersehen und er würde hier diese Halskette, diesen Anhänger tragen, aber es ist dann doch ein anderer. Also steht zwar auch hier Seiyo drauf und wir haben hier scheinbar den Violinschlüssel und sein S, aber er hat das Ganze in seiner Dogtag-Variante, also nicht den Anhänger, den wir jetzt hier in der Box haben. Okay, also das Poster ist einseitig bedruckt und im Hochformat, Rückseite weiß. Dann packen wir das Poster wieder zusammen und kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Autogrammkarte. Die ist ungewöhnlich groß, also rein so vom Format her sehr groß für eine Autogrammkarte. Wir lesen hier oben wieder den Künstlernamen, den haben wir hier natürlich auch wieder abgebildet mit weißem Hemd und der schwarzen Fliege und das Ganze wurde dann hier noch mit schwarzem Stift unterschrieben. Ja, also, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, warum man die so groß gemacht hat, denn eine reguläre Autogrammkarte wäre sich ja ohne Probleme in dieser Box ausgegangen. Jetzt hat man eine große, ist natürlich nicht schlecht, aber die war halt in der Box nicht wirklich gut unterzubringen, deswegen ist jetzt hier so etwas gebogen, geknickt. Aber ja, ich glaube, wenn man die irgendwie über Nacht oder über einige Tage irgendwo mit einem schweren Buch oder so hier so platt drückt, dann haut das hin, dann sieht das Ganze auch wieder etwas besser aus. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte mit der Unterschrift des Künstlers. Dann das Poster, einseitig bedruckt hier im Schwarz-Weiß und Hochformat. Das Shirt. Ebenfalls in Schwarz-Weiß, Größe L. Größe war meines Wissens einheitlich, also die konnte man nicht auswählen. Dann haben wir die DVD, die kommt hier in einer Papphülle.
ebenso wie die Instrumentals zum Album. Die kommen auch hier in der Papphülle. Dann haben wir diesen kleinen Anhänger hier. Diesen Anhänger hier mit Schriftzug und Logo. Und natürlich das Album an sich, Sorry Du Model, im regulären Schulcase mit insgesamt 22 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Sorry Du Model von Seyo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Seyo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.